Hey, ich bin Basti von Geekpunkt und heute ein Sonderstream. Der Chat ist noch ganz ruhig, aber der wird auf Twitch gleich eskalieren. Da sind wir doch schon am Start. Denn ich nenne das ja sonst immer Pimp My Board Game, wenn ich irgendwelche Ideen habe, wie man sein Brettspielerlebnis cooler machen kann. Und heute absolute Eigenwerbung, die absolute Selbstunternie angesagt. Ich habe mir selber mal ein Produkt ausgedacht und zwar nicht irgendwas. Ihr könnt das wirklich käuflich erwerben. Kein Scherz heute. Es gibt einen Shop, es gibt ein Logo, es gibt ein Produkt und es geht heute los. Das ist so ein bisschen das Soft-Opening. Ich habe fast keine Werbung gemacht. Wir fangen einfach mal an und schauen, ob wir heute die Brettspielwelt ein kleines bisschen revolutionieren können. Und auf diese Reise nehme ich euch mit. Bevor ich euch jetzt gleich das Produkt zeige, das ist nämlich so noch ein bisschen geheim, werde ich euch erstmal die Geschichte erzählen, wie es zu dem Produkt kam. Da nehme ich euch mal mit, da seid ihr herzlich eingeladen. Hallo Twitch, hallo YouTube, lehnt euch zurück, nehmt euch ein Getränk. Der Papa erzählt vom Krieg. Und zwar, passt auf Leute, vor so knapp 2 Jahren saß ich hier, habe wie immer mit euch im Stream Brettspiele ausgepöppelt und ihr wisst, ich reg mich immer ein bisschen auf, wenn da wieder der Klebepunkt zu viel klebt und sonst irgendwas und wir freuen uns wieder, wenn das Ganze irgendwie nachhaltig ist und so weiter und wenn da das Plastiktütchen anders ist als sonst. Man ist da so am Rummachen, wir sind ja alle so ein bisschen objektophil, wir Brettspieler, und dann habe ich mir damals nach dem Stream gedacht, es ist schon krass, wir reden so viel über Klima, wir reden drüber, oh, das Thema ist so schön, das wäre doch was für Spiel des Jahres, um mal Signale zu setzen, und wir reden so viel über ökologische Ideen und trotzdem ist sowas hier unser Standard im Brettspielbereich. Wir haben komische kleine Plastiktütchen, in denen wir unsere Komponenten reintun. Sei es, weil sie mitgeliefert werden, aber es ist ja noch schlimmer, wenn die nicht dabei sind, dann kaufen wir uns noch so Tütchen, um Sachen da reinzutun. Und wir alle wissen, Plastik ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee aus diversen Ideen. Und ich habe mir damals schon gedacht, scheiße, gäbe es da nicht eine Idee, das anders zu machen? Und heutzutage gibt es immer mehr Brettspiele, wo innen drin kleine Schälchen sind, vielleicht auch mal so kleine Jutesäckchen, Papptütchen. So. Man merkt, die Industrie versucht, noch mehr nachhaltig zu denken. Und trotzdem ist das Beste, was uns eingefallen ist, immer noch das Zipptütchen. Das blöde, komische Zipptütchen. Und das hat mich dieses Jahr einfach wieder bewegt. Und ich habe einfach mir gedacht, okay, habe ich nicht eine Lösung, die wirklich nachhaltiger sein kann als ein Zippbeutel und die einen Preispunkt haben kann, dass es sich lohnt, wirklich die Sachen in ein Brettspiel reinzutun und nicht nur fadenscheinig sich zu kaufen und dann innen doch die Zipbeutel zu haben. Wie kriege ich das hin? Wie schaffe ich ein klimaneutrales Produkt, nachhaltiges Produkt, plastikfrei? Wie schaffen wir das alles? Und dann habe ich rumexperimentiert und es hat gar nicht so lange gedauert und ich habe eine mega Idee gehabt, die gar nicht von mir ist, sondern ich habe eine Verpackung gefunden, die habt ihr alle schon in der Hand gehabt. Aber warum auch immer wird die nicht so hergestellt, dass sie Spaß macht, dass sie cool aussieht, dass sie geil ist. Und für mich war klar, das ist eine Mega-Verpackung und so ist Buck entstanden. Denn Buck heißt ja nichts anderes als Tüte, wenn man genau ist. Ich habe gesagt, es ist klingonisch. Klingonisch heißt das frisch. Es gibt aber auch Übersetzungen, dass Buck sogar Tüte heißen könnte. Ich habe also eine Tüte erfunden. Jetzt sagt ihr, oh mein Gott, jetzt sind wir hier für eine Packpapiertüte, Brötchentüte. Leute, so unsexy werde ich euch das nicht machen. Seid ihr gespannt, dass ihr diese Zipptüten einfach weglasst und jetzt durch was anderes ersetzen könnt? Wollt ihr es sehen? Wollt ihr wissen, was Buck ist? Okay. Ich zeig euch Buck. Und jetzt passt auf. Es wird jetzt so geil. Also ich zeige euch das allererste Foto von Buck. Es hat noch nie einer gesehen. Jetzt kommt's. Das erste Bild von Buck. Jeder von euch war schon mal in einem Fastfood-Restaurant und hat sich da eine Nachspeise bestellt. Jeder, wette ich. Und dachte sich, so eine heiße Apfeltasche. Jetzt nicht lachen. So eine heiße Apfeltasche ist eigentlich schon was Geiles. Und wisst ihr, was ich mir gedacht habe? Das ist nicht nur was Geiles, das ist eigentlich eine super geniale Verpackung. Warum benutzen wir die nicht? Achtung, hier kommt nicht die heiße Apfeltasche, hier kommt Buck. Das ist Buck. Sieht jetzt unscheinbar aus. Es fehlt euch vielleicht die kleine Apfeltasche. Aber ich erzähle euch mal ganz kurz, was das Coole dran ist. Das Ding ist Pappe. Das Ding kommt super flach bei dir zu Hause an. Das Ding wiegt nur wenige Gramm, hat also einen super, super ökologischen Footprint. Das Ding ist trotzdem irgendwie ein bisschen pfiffig, damit es ein bisschen spielerisch ist, damit wir ein bisschen Laune haben. Das Ding fühlt sich in der Hand mega an, würde jetzt Steve Jobs sagen. Wenn ihr das anfasst, habt ihr eine Struktur. Das hat Relief. Jetzt sagt ihr natürlich, ja, aber Basti, ich finde die Farbe irgendwie scheiße. Übrigens, diese Farbe trägt den Namen Mojito. Wenn ihr sagt, aber Mojito gefällt mir nicht, ja gut, wie wäre das hier? Das Caipirinha oder hier, das wäre Blue Lagoon, wenn ihr es eher so wollt. Oder für die Folgen unter euch eine Bloody Mary. Oder das hier, das ist Pina Colada.
Oder natürlich einfach gemischt, wenn ihr sagt, ihr wollt sie alle. Ja, wartet hier, ihr könnt natürlich eine Mischung machen. So, jetzt sagt ihr dann vielleicht zu Recht, heiße Apfeltasche und so weiter, du kannst uns viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Wir haben schon oft solche komischen Produktpräsentationen gesehen und dann ist das alles nur Schwachsinn. Im Vergleich zu so einem Plastiktütchen werden jetzt ein paar richtig geile Dinge passieren, aber auch im Vergleich zu 3D-gedrucktem Zeug, im Vergleich zu Plastiksachen, ein so ein kleines Beispiel. In aller Regel wird dabei Nachhaltigkeit halt immer davon erzählt, dass das aus Bioplastik hergestellt wird. Ich habe mich mit dem Thema Bioplastik mal ganz kurz auseinandergesetzt, nur damit ihr die Fakten versteht. Also mir ist wichtig, ist kein Biopapst jetzt von mir. Bioplastik heißt immer, es ist kompostierbar. Du kannst Bioplastik mal auf deinen eigenen Kompost schmeißen. Das kompostiert überhaupt nicht. Das kompostiert nämlich auch nur in Spezialfabriken, die dafür Chemikalien brauchen, damit es kompostiert. Diese Chemikalien verursachen schon wieder Schmutz in der Natur. Bei der Herstellung wird Unmengen an Wasser verbraucht, weil es ja aus Mais hergestellt wird. Braucht man meistens genmanipulierten Mais. Dieser Mais fehlt der Nahrungsindustrie und Futterindustrie. Das Ding ist vom ökologischen Fußabdruck laut Bund Naturschutz genauso schlecht wie normales Plastik, das Bioplastik, von dem alle reden, was besser sein sollte. Und wisst ihr, was das Hauptproblem ist? Dass die Leute glauben, wenn sie Bioplastik kaufen, dass sie schlauer sind, aber sie lernen immer noch, kauf halt Plastik, wirf's halt weg. Das Geile ist hier, wir haben es mit einem Stück Papier zu tun. Das packst du bei dir zu Hause ganz gemütlich in den Altpapiercontainer und alles wird gut. Das ist super einfach zu recyceln. Überhaupt gar kein Problem und besteht ja auch zu Teilen aus recyceltem Material. Natürlich ist auch mein Produkt nicht 100% klimaneutral. Ich kann es geht gar nicht, aber ich kann es kompensieren. Ich kann versuchen, auf ein paar Dinge zu achten und das werden wir jetzt auch gleich sehen, woran ich achte. Wollt ihr das echte Teil sehen? Soll ich das Ding mal rausholen, Leute? Wollt ihr es sehen? Soll ich ihn rausholen? Okay, Leute, dann zeige ich es euch. Also, Bug-by-Geek-Punkt. In dieser Kiste habe ich meine ersten Prototypen. Achtung, es sind Prototypen, aber die sind schon sehr nah dran am finalen Ding. So könnten die bei euch zu Hause ankommen. Ihr macht das auf, habt hier drin noch nette Post von mir. Ihr seht alles in Papier und da drin habt ihr eure Bugs. Die sind so verpackt, alles komplett in Papier, kein einziges Stück Plastik. Dann habt ihr so einen Bug-Pack, kann man sagen. Und dann machen wir den einfach mal auf. Das wäre jetzt hier Mojito von der Farbe. Ich reiße das jetzt mal auf hier. Und dann habt ihr hier da drin 5 von diesen Bugs. Da sind die. 5 Stück an der Zahl. So kommen die bei euch zu Hause an. Easy peasy. Ich zoome mal so ein kleines bisschen hin, dass wir die vielleicht ein bisschen besser sehen. Vielleicht kann ich auch noch mit der Close-Up-Cam mal rangehen. So kommen die hin. Die sind natürlich super flach. Und damit ihr die jetzt benutzen könnt, müsst ihr die einfach nur aufpoppen. Seht ihr? Einfach so ein bisschen so machen. Und dann könnt ihr das hier, da ist so eine Kante, könnt ihr das so zusammenknicken. So einfach ist das. Fertig, knick, knick. Und fertig sind die Dinger. So sehen die aus. Das ist jetzt erstmal Standard. Ich weiß, ihr werdet dann ganz viele Fragen haben. Gibt es die auch anders? Bla. Fangen wir einfach mal damit an. So sehen die aus. Ihr seht schon so ein bisschen diese Struktur. Und ich versuche euch das mal kurz in groß noch schnell zu zeigen. So sieht das Ganze aus. Ja. Ihr seht ihr das und dann seht ihr so ein bisschen diese Struktur, die das Ganze hat. So, und das Logo ist natürlich cool, weil du kannst es natürlich im Kreis drehen, es steht immer Bug drauf. Wen es nervt, auf der Rückseite ist kein Logo, der kann ja auch einen Aufkleber drauf machen von irgendwas. Du kannst da auch andere Dinge verpacken, ist klar. Kannst ja auch Ohrringe oder irgendwas reintun oder halt eine Apfeltasche. Das ist jetzt nicht den Boardgamern alleine überlassen, aber so sieht das aus. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, aber funktioniert denn das? Das ist doch so ein komisches Format. Ich höre euch alle zu Hause labern. Das Format ist doch komisch, das ist doch hier so rund. Brettspiele sind doch eckig. Ich habe doch ein eckiges Brettspiel. Jetzt kommt der Hansi angerauscht mit so einem runden Ding. Wie soll denn das zusammenpassen? Bei Harmony ist es sehr clever verpackt hier, um mal kurz ein kleines bisschen Werbung für Liebe Lutz zu machen. Kein Product Placement. Die Schachtel ist klein, die Schachtel ist voll. Hier drin ist das Material auch nachhaltiger verpackt als bei anderen Spielen. Ja, wir haben so einen Jutesack, wo die Sachen drin sind. Holzteile. Das ist doch alles ganz schön. Und dann haben wir hier oben diesen Bereich, wo die Karten drin sind. Das ist eigentlich relativ geil. Und jetzt schaut mal hin. Du machst hier auf, da sind die Karten. Aber dann guckt, ich habe das jetzt hier auch schon in so eine Plastiktüte. Warum ist das in der Plastiktüte? Weil das hier ja einzeln rumfliegen würde. Und wie soll ich die da rausfummeln aus dem Ding? Das heißt, am Ende, obwohl es so eine schöne nachhaltige Lösung ist, nehmen wir doch wieder den scheiß Zipbeutel. Das ist das Problem, der scheiß Zipbeutel. Und jetzt sagt ihr, ja, aber wie soll denn das da reinpassen? Das ist doch, das passt doch da nicht rein. Doch, das passt da ganz gemütlich rein. Ich füll's euch mal rein. So ein Tütchen reicht vollkommen aus, dass ihr das ganze Material, jetzt ist mir ein bisschen was daneben gefallen, so zack. Da ist sogar noch mehr Platz, da würde noch mehr reingehen, das passt locker hier rein in dieses Teil. Und jetzt schaut hin, das lege ich hier einfach rein und fertig. Fertig ist meine Box.
gesehen? So einfach ist es. Mit einem so einem Teil ersetze ich wieder so eine Plastiktüte. Für ein Spiel. Das ist ja der Gag. Ich brauche nur ein Ding zum Beispiel jetzt für dieses Spiel. Klar gibt es andere Spiele, wo du sagst, ja, aber sorry, da sind 100 Ressourcen dabei, da brauche ich jetzt 20 solche Tütchen. Das ist schon klar. Wir werden das vielleicht nicht bei allen Spielen revolutionieren können. Aber hier mal als Beispiel, bei Harmonies geht das total einfach. Also das kann jeder bei sich zu Hause machen. Wie kriege ich es noch hin, dass wir hier weniger schlechtes Gewissen haben müssen? Versand. Ich versende nur in Deutschland. Ihr könnt es nirgendwo anders kaufen. Warum? Ich fange doch nicht an, solche Dinger um die ganze Welt zu schicken. Das heißt, selbst die Österreicher haben jetzt einfach Pech gehabt, selbst die Schweizer. Ihr könnt das vielleicht anders organisieren, wenn es da draußen jemanden gibt, der sagt, er würde einen Hub-Standort aufmachen, dass ich ihm eine Palette nach Österreich oder in die Schweiz schiebe und er will von dort dann einzeln versenden, können wir gerne drüber reden. Für mich macht es keinen Sinn, die Sachen weltweit zu verschicken, da mache ich mir den ganzen Klimaabdruck kaputt. Schaut mal bei euren Lieblings-Brettspiellösungen, wer da alles weltweiten Versand anbietet von 3D-gedrucktem Scheiß. Ja, oh krass, Temu, Etsy, tralala, sind wir denn des Wahnsinns? Dropshipping, also das muss einem ja klar sein, was da tagtäglich passiert. Und wir gewöhnen uns ja dran als Brettspieler. Wir haben uns doch da längst dran gewöhnt, ich doch auch, dass wir diese Zip-Dinger überall bestellen und so. Ich sag euch was, ich hab's im Chat schon gelesen. Diese Dinger kann man auch so kaufen. Ich hab die bei Amazon gesehen. Ich habe die auch bestellt bei Amazon. Die kosten nicht viel. 10 Euro kriegst du einen Pack von denen. Wisst ihr, wie die aussehen, wenn die kommen? Die werden aus China gefertigt und sind in einer Plastikverpackung. Die kommen wahrscheinlich sogar mit dem Flieger, mindestens aber mal mit einer Überseekiste, für ein Produkt, was ich gemütlich in Deutschland herstellen kann. Und hier sind wir genau bei dem Punkt. Das Produkt, was ihr hier jetzt gleich auch kaufen könnt, wenn ihr wollt, das Ding ist klimaneutral. Es hat die gültigen Siegel, es ist aus Papier hergestellt, es wird nur in Deutschland versendet, es ist natürlich plastikfrei und natürlich obendrauf, es ist made in Germany by Geekpunkt. Das ist nicht aus einer asiatischen Fabrik, das mache ich mit einer deutschen Druckerei zusammen. Was wird es zum Start geben? Gibt es unterschiedliche Größen, gibt es unterschiedliche Farben und vor allem die Frage, was kostet mich das ganze Ding, werdet ihr sagen. Natürlich gibt es einen Online-Shop, wo ihr euch das jetzt reinziehen könnt. So sieht das Ganze aus. Ich erkläre euch jetzt mal das Preissystem. Wenn ihr Bug kaufen wollt, geht ihr einfach rein und dann findet ihr hier Bug. Ihr seht, da habt ihr es. So sieht das ganze Ding aus. Kleines Produktfoto. Die kommen natürlich flach, die müsst ihr aufpoppen. Die haben eine Größe von 10 x 6 x 2 cm. Habe ich vorhin auch noch nicht gesagt. Ihr könnt da keine Spielkarten reintun. Ja, also bei der Größe, die wir da haben, könnt ihr da keine Spielkarten reintun. Das ist auch nicht die Idee. Wenn das alles gut läuft, können wir noch andere Sachen machen. Jetzt fangen wir mal damit an. Ja, ich weiß, ihr habt sofort zig Ideen, was man noch machen könnte. Ich bin froh, wenn wir überhaupt den ersten Schritt gehen, weil bisher sehe ich halt in dieser Bubble nur 3D-gedrucktes und Plastikkram und irgendwie ganz wenig nachhaltig aus Papier gefertigt. Also so sieht das aus. Wichtig ist, die Auslieferung startet ab Mitte Juli. Weil ich muss erst mein ganzes System dafür nach oben fahren. Also das heißt, ihr müsst noch ein bisschen warten. Wahrscheinlich dauert es so um die noch 3 Wochen. Dann gehen die raus an euch. Ab dem Zeitpunkt gibt es hier aber auch generell Lagerbestand. Dann könnt ihr das laufend bestellen und habt das innerhalb von 2 Tagen bei euch. Dann habt ihr hier die Auswahl der Farben. Ich fahre mich mal darüber. Also ihr habt Bloody Mary, wenn ihr wollt. Ihr habt Blue Lagoon, wenn ihr wollt. Ihr habt Caipirinha, wenn ihr wollt. Mojito habt ihr. Pina Colada habt ihr. Und Mixed, damit starten wir rein. Das sind die Farben. Wenn ihr da sagt, boah, ich finde andere Farben cooler oder so, dann schreibt mir das in Kommentare. Das können wir ja alles machen. Da können auch andere Designs kommen. Ich fange halt jetzt mal mit diesem Bug-Design an. Dann, in welchen Mengen kann man das Ganze kaufen? Einfach 25, 50 oder 10 Stück. Das sind die gängigen Größen. Wenn du mehr brauchst, dann packst du halt mehr rein. Und jetzt kommen wir zu den Preisen. Achtung, in Deutschland komplett versandkostenfrei. 10 Stück kosten. Aktuell, wenn ihr sie heute bestellen würdet, 8,95 Euro. Eigentlich 9,95 Euro, in dem Falle gerade Einführungsangebot 8,95 Euro für euch. Ihr wisst, das sind 90 Cent dann pro Tütchen. So günstig wie Plastiktüten werde ich es nicht hinkriegen. Aber überlegt euch mal, ihr holt euch 50 Stück davon. Dann zahlt ihr aktuell 25,95 Euro inklusive Versand. 25,95 Euro inklusive Versand für ein nachhaltiges Produkt aus Deutschland, made by me. Das heißt, das Stück 50 Cent. Ihr habt gerade gesehen, ich habe Harmonies gepimpt. Wie viel Geld habe ich ausgegeben, um Harmonies zu pimpen? Genau, 50 Cent. Ich habe ein so ein Ding rein. Für alle, die einen Rabatt wollen, würde ich mal sagen, gönnt euch. Hier ist euer Rabatt. 10% könnt ihr nämlich sparen mit dem Code START10. Gilt ab sofort mal so für eine Woche Einführungsangebot. Spart ihr eh nochmal 10%. So könnt ihr das natürlich bestellen. Es ist inklusive Mehrwertsteuer
Hier steht immer, Versand wird am Checkout berechnet. Das kann ich irgendwie nicht ausschalten. Es ist kostenfreier Versand für euch. Aus ökologischen Gründen gibt es einfach keinen Versand in andere Länder. Pech gehabt. Komm, ich kaufe mal zwei davon, pack mir die in den Warenkorb. Ja, dann habt ihr die hier und dann könnt ihr bestellen. Packt hier halt den Rabattcode ein, Start 10, anwenden und dann spart ihr nochmal 5 Euro zum Beispiel jetzt in dem Falle. Zack, links die Adresse rein, wie ihr zahlen wollt. Bestellung abschicken, ab die Post. Ich habe natürlich ein kleines bisschen getestet, aber wie immer, jetzt kommt der Live-Test. Jetzt werden auch Sachen in die Hose gehen. Ganz ehrlich, Leute, dafür machen wir das Ganze als so ein kleines Soft-Opening. Ich habe quasi so gut wie keine Werbung erstmal geschalten. Das fängt jetzt alles langsam an. Ich habe alle Zeit der Welt. Mir geht es gar nicht so sehr jetzt gerade darum, mit viel Geld zu machen, sondern mir geht es gerade darum, zu lernen, was euch interessiert, welche Produkte kauft ihr, was habt ihr für Ideen. Deswegen, es gibt aktuell nur diese Größe. Ich weiß, ihr hättet gerne eine größere Größe. Ich kann euch sagen, ich mache mit Sicherheit auch eine größere Größe. Aber erst, wenn ich sehe, dass überhaupt bei der kleinen Größe Bedarf ist. Das heißt nicht, dass wir es zukünftig nicht auch noch anders machen. Wir machen jetzt gleich ein kleines FAQ. Ich würde sagen, hier haben wir erstmal alles gesehen doch, oder? Eigentlich ist es gar nichts und trotzdem hat es bisher keiner auf den Markt gebracht. Also ich habe tütenweise hier diese Mojito-Dinger da und wir machen jetzt noch eine geile Verlosung. Ich verabschiede mich für euch auf YouTube. Viel Spaß mit Back und bis zum nächsten Mal. Tschüss YouTube. Bye. Hallo, willkommen beim Geek.Spar-Abo. Einfach hier klicken und nie wieder was verpassen. Dieses Abo verlängert sich automatisch auf Lebenszeit. Du hast dadurch Zugriff auf tolle Videos wie dieses, frisch aufgewärmt aus der Tiefkühltruhe, oder du schnappst dir Content von anderen, die genauso geldgeil sind wie Geek.Spar-Abo.